Um an einer Zoom-Videokonferenz teilzunehmen, benötigen Sie als allererstes einen Zugangslink. Dieser endet am Schluss mit einer Raumnummer. Diese Raumnummer ist je nach Anbieter und nach Videokonferenz unterschiedlich. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die aktuelle Raumnummer verwenden. Der Zugangslink sollte Ihnen im Vorfeld eines Webinars oder einer Videokonferenz zugesendet werden oder Sie finden ihn auf der Veranstaltungs-Homepage. Um nun an der Videokonferenz teilnehmen zu können, kopieren Sie sich bitte erstmal den Link und fügen ihn in einen Browser Ihrer Wahl ein. Als allererstes ist es einmalig erforderlich, dass Sie sich die kostenlose Zoom-Software herunterladen. Diese Software finden Sie unter dem Link Zoom herunterladen und ausführen. Wenn Sie hier draufklicken, öffnet sich ein Aufforderungsfenster, wo Sie für macOS, Windows und Linux die Installationsdatei finden. Diese laden Sie sich bitte einmal herunter und installieren Sie auf Ihrem Computer. Haben Sie sich die Software nun installiert, brauchen Sie sich dann auch den Link gar nicht mehr zu kopieren, sondern Sie öffnen dann die Software und klicken auf den Button "Einem Meeting beitreten". Hier geben Sie nun die Raumnummer an, die Sie am Ende des Zugangslinks finden. Geben Sie hier runter im Feld bitte noch Ihren Namen ein und entscheiden Sie, ob der Name gespeichert werden soll und ob Sie sich mit Audio und Video verbinden wollen. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie auf Teilnehmen und werden Sie Teilnehmer der Zoom-Videokonferenz. Jetzt können Sie bereits alle Konferenzteilnehmer sehen, die sich per Webcam dazugeschaltet haben. Um diese aber auch hören zu können, müssen Sie sich mit Audio erstmal verbinden. Hier haben Sie die Wahl zwischen Computer-Audio und Telefon oder einem Anruf. Wenn Sie kein Mikrofon an Ihrem Computer haben, können Sie per Festnetztelefon beitreten. Wählen Sie hier in der Seite bitte Ihr Herkunftsland aus. Rufen Sie die Festnetznummer zu den üblichen Gebühren eines Festnetztelefonates an und geben Sie dort in der Spracheingabe die Raumnummer und die Teilnehmer-ID ein. Die Option "Rufen Sie mich an" ist auch möglich, allerdings für Sie auch kostenpflichtig. Geben Sie hierfür Ihre Rufnummer an und Sie werden vom System zurückgerufen, allerdings gegen eine Gebühr. Sollten Sie einen Lautsprecher, eine Box oder ein Mikrofon, ein Headset an Ihrem Computer angeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, sich per Computer-Audio zu entscheiden. Klicken Sie hierfür einfach auf den Link "Mit Computer-Audio teilnehmen". Entscheidend sind jetzt links unten die beiden Felder Audio ein- und Video starten. Hier können Sie nämlich beim Pfeil nach oben die Audioquelle, also die Lautsprecher und das Mikrofon, sowohl auch die Webcam auswählen und aktivieren. Sofern das Symbol durchgestrichen ist, sind die jeweiligen Features und Geräte auch deaktiviert. Das heißt, Sie können weder gesehen noch gehört werden. Um Ihre Webcam zu aktivieren, klicken Sie auf Video starten. Und um Ihr Mikrofon zu aktivieren, klicken Sie auf Audio ein. Sie haben jetzt rechts oben verschiedene Ansichtsoptionen, die Galerieansicht und auch die Sprecheransicht. In diesem Fall, ich grüße Sie, ist die Sprecheransicht, stehe ich jetzt vor dem Computer und spreche in die Webcam rein. Wenn Sie die Galerieansicht gewählt haben, werden alle Teilnehmer einer Videokonferenz in gleich großen Fenstern auch dargestellt. Am unteren Ende der Zoom-Videokonferenz finden Sie zudem auch noch ein Chatfenster. Das bedeutet, wenn Sie jetzt vielleicht auch kein Mikrofon installiert haben, aber eine Rückfrage haben, können Sie diese hier gerne reinschreiben. In dem blauen Feld können Sie auswählen, ob Ihre Nachricht an alle oder an eine bestimmte Person versendet werden soll. Möchten Sie Bekannte oder Freunde noch auf die Zoom-Videokonferenz aufmerksam machen, können Sie über den Button "Einladen" einen Einladungslink in die Zwischenablage kopieren oder an Ihren Bekannten weiterschicken. Soweit erstmal zu den Grundfunktionen der Zoom-Videokonferenz. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß mit dem Angebot. Bis dahin alles Gute, bis bald. Tschüss.